Sir. Komm schon, mach F2. Komm schon, bitte. Komm. Komm. Komm schon, Baby. Komm schon. Sylphie-Box, sagst du? Aber geil, Junge. Weißt du, was wir heute gemacht haben? Ich hätte auch gerne eine. Oh? Weißt du, was wir heute gemacht haben? Was? Autosniper gezockt die letzte Runde. Wie diese Mini-Penis-Spieler immer hier. Ey, ohne Witz, ne? Also ich glaube, bei Pierre dabei hätte ich alle einen Headshot kassiert. Jeder hat einen Autosniper, das war so lustig. Hammer Pro-Gamer, ja? Ja. Jetzt weißt du, wie das ganze, diese Autosniper-Community entstanden ist. Ja. Da hat sich jemand Spaß gedacht und seitdem zockt jeder irgendwie. Naja, ne, unsere wir hatten erst so schlecht zu gewissen, dann war unsere Entscheidung, ja, nee, das ist, gehört zum Spiel, ja. Ja, aber es stand 15-3, ja, also, aber wir hätten so oder so dass, gewonnen. Dass eine Autosniper schon so ein Game-Retter ist, aber Hardcore. Ja, ist es auch. Aber wir hätten das gewonnen. Das ist zwar nubelig, also. Aber ich sag's mal so, wenn die Gegner 1-14 stehen würden, ja, wir 1-14, ich glaube, ich würde damit Autosniper zocken. Wenn ich 14-14 aufholen würde, würde ich sagen, okay, die letzten zwei Runden normal. Als ob. Doch, außer wir verkacken die eine, dann würde ich sagen, okay, wieder aus der Sniper. Okay, fuck. Ich spiele nur mit Minischwänzen hier, kann das sein, oder? Ja, sicher. Sagt der nicht zocken kann, wer hat den Kleinen? Ja. Dings. Oh, Minischwänze, ne? jetzt kommt's! Da stand jetzt mal letztens was, ich weiß nicht, das hat meine Schwester mir erzählt. Da wurde jemand bei einer Operation, da sollte ihm die Vorhaut abgetrennt werden, ne, oder halt entfernt werden. Mhm. Und es wurde der ganze Penis abgenommen. So, hab ich mir nur gedacht, lol, war der irgendwie so klein, dass man sich so aus Versehen. Boah, Alter! Der Junge ist reich. Nee, was? Der ist reich. Ja sicher, die haben ihn halt, ne, seine Männlichkeit beraubt und der kann keine Kinder mehr kriegen. Der kann keine Kinder mehr machen, ein Leben lang. Die müssen dem so viel zahlen, Alter. Das Geld ist scheißegal. Wenn du keinen Penis hast, kannst du gleich Selbstmord begehen. Ja. Was willst du denn ohne den Schwanz machen? Das wäre richtig scheiße. Jetzt abgesehen vom Sex oder so, du kannst sowieso keine Kinder machen und du hast. Was machst du, wenn dir langweilig vom Zocken ist? Nie wieder fappen, ey. What? Nie wieder work the girk, Alter. Du fährst an, ist da so gar nichts, weißt du? Leer. Hammerhart, Alter. Ja. Boah. Amoklauf starten, direkt, Alter. Direkt Amoklauf starten. Ja. Ich hab keinen Penis, wir werden alle sterben. Das ganze Krankenhaus in die Luft jagen, ey. Nein, so darfst du nicht sagen, Alter. Kommt direkt hier Gamer wieder. Diese. Wenn man die Vorhaut wegmacht, seinen ganzen Penis mitreißt. Ja, keine Ahnung. Ist mal bitte. Boah, krass. Aber es ist schon hart, ja. Ich meine, stell dir mal vor, ey, ohne Witz, ja, mir wäre wirklich alles danach scheißegal. Aber beziehungsweise, wie hat man das bitte entfernt? Das ist ein Lustorgan, hallo, what the fuck? Hat man das mit einem Hackbeil entfernt, oder was? Ja, anscheinend. Mit einer Säge, ey. Boah, ist das eklig, Alter. Stell dir mal vor, du hast da unten einfach nichts mehr. Hart, ne? Ja, bei euch verändert sich da nicht viel. Also, bei euch verändert sich da nicht viel, aber bei mir, Alter. Schön glatt, ja? Das ist ja. Schön glatt, passiert. Die Frauen wissen sowas, weißt du? Ein Vorteil hat's, weißt du? Nicht bei unten immer kratzen. Aber das war's mit dem Vorteil. Boah, nee. Das ist schon echt hart. Geht gar nicht. Die Vorstellung an sich ist schon echt hart. Weißt du, was nützt dir, wenn du unendlich Geld hast, aber keinen Schwanz? Du kannst dir nicht mal einen Swimmingpool mit 50 Bitches kaufen. Du hättest nichts machen Geld, kannst. Genau, du hättest das Geld für die ganzen, ja, aber kannst du nichts machen. Weißt du, machst du 50 Weiber neben dir, aber du kannst nichts machen. Du kriegst noch nicht mal einen harten. Ja. Boah, das ist schon hart. Das tut mir echt leid. Das ist auch so, ne? Das ist schon hart, Alter. Das ist schon hart. Schlimmer als blind auf beiden Augen, weißt du, weil du spürst wenigstens was. Ja, also, siehst du zwar nicht, aber egal. Kann sein, dass es ein Ladyboy ist oder weiß ich nicht, aber. Du bist blind, du kannst sein, ich hab nichts gesehen. Wusste ich nicht, ich hab sie nicht gesehen. War zwar geil, aber. Wusste ich nicht. Mach F2, Mann. Hammerhart, Alter. Hier kommen wieder Themen auf. Der Schui, ey. Unser laufendes Lexikon, hier. Ja, die laufende Zeitung. LZ nennt man mich auch. LZ. LZLP, Junge. LZLP, laufende Zeitungs-LP. GZLP. GZ? Schon gezahlt? Ja. Oh, Mann. Feierabend, wie das duftet. 13 Minuten noch, Digga. Dann können wir eine Pause machen.
Pause. Wer braucht eine Pause, Mann? Dann haben wir 7 Folgen wieder. Digga, ja. Wir spielen Digimon. Was nee, Pause? Nicht. Aber wir haben dann, doch. 6 Folgen. 7. Wir sind jetzt bei der 6. Folge. Ja, 55 ja, Minuten geil. Bei mir. Nein. Ja, wir sind dann bei der 6. Folge, hast recht. 7 Folgen. Sag ich noch. Nein. Hashtag ganz ehrlich. Oh. Ja, außerdem, wir müssen ja eh immer ein bisschen was aufnehmen. Jetzt ist ja bald die Gamescom. Ich weiß nicht, ob jetzt schon die Gamescom ist, während das Video rauskommt. Ich weiß nein, noch nicht. Keine Ahnung. Noch hey, nicht. Was heißt denn das? Gamescom? Was nein. Das ist die Spielemesse. Ah, doch. Doch, ich glaube schon. Warte mal. Wir haben 9 Folgen letztes Mal aufgenommen. Hm. Ne, 8 Folgen, glaube ich. 9. Ja, oder 9 ist doch, müsste... Ich müsste jetzt schon bei dir sein. Oh mein Gott, wir sind jetzt erst hier schon bei mir. Ah, das ist ein Pyron. Sex! Sex! Ja! Ja, war geil. Mann, Sex. Ah. Vor der Kamera. Ich bin mit voll Mann. Halt die Fresse. Du bist nur neidisch, dass du auch nicht da bist. Genau, weil du mit mir Sex hast. Haben kannst. Der wurde abgetrennt. Ja. Sag's doch nicht weiter, Mann. Ey, ohne Witz, ne? Junge, drück! Alter, wie oft soll ich noch F2 drücken? Ist so scheiße. Missgeburt, du. Weißt du, Sommer bestimmt scheiße ist, 2 Penisse zu haben. Da hätte ich lieber 2 Penisse als gar keine. Ja, aber 2 ist auch nicht geil. Musst du pissen, musst du erstmal doppelt so lange auf der Toilette. Ja, einen abtrennen lassen und den anderen hier behalten. Und den anderen verschenken. Den starken behalten, ja. Den kleinen weitergeben. Ja, danke, der war eh unnötig. Aber das ist ihr zeugungsfähiger Penis. Egal, der andere ist länger, Junge. Ich kann ja aber keine Kinder bekommen. Egal, der ist länger. Der ist länger, ja. Kinder kann man auch adoptieren, Alter. Scheiß auf Kinder. Nee, ich würde niemals ein Kind adoptieren. Doch, so einen kleinen Asiaten. Nicht? Nein, das ist ein Kind von jemandem Fremden. Wenn die Mutter so behindert ist und es weggibt oder weggenommen wird. Also ich finde Adoption gut, weil du musst auch an das Kind denken und nicht an die Eltern. Genau. Das Kind kriegt dann eine Familie, weißt du? Das Kind kriegt dafür nichts, genau. Halt dann von der Mutter abgeben. Ja, schon, wurde. Aber wenn die Eltern so behindert sind und eh kein Kind großziehen können, wieso machen die dann ein Kind und geben es zur Adoption frei? Das ist aber nicht die Schuld von dem Kind. Ja, ja. Du gehst da falsch ran an die Sache. Das sind alles Babys von Kindern, Alter, wie hier in Deutschland mit 12 schwanger, hammergeil. Ja, das sowas passiert, wenn Kinder Kinder kriegen. Kinder kriegen. China. China. Also Mädels, keine Kinder bekommen. Erst ab 30 nehmen. Plus. Sowieso besser. Jo. Und davor checken, ob der kein Loch hat. Und immer gründlich den Jägen waschen, ja? Am besten gründlich zwei den Jägen waschen. Am besten zwei drüber ziehen. Nein, ach das echt nicht. Vorher den Jägen waschen, nachher den Jägen waschen. Was? Zwei Kondome drüber auf eins. Ja, ist schlecht. Also, nicht nur den Jägen waschen, auch die Young, ne? Ja. Aber auch immer danach den Jägen waschen, sonst stinkt er nach Fisch. Boah, Alter. Nach Fisch? Aber geil, ich weiß zwar nicht, was bei dir nach Fisch schmeckt. Ey, du kannst mir sagen, was du willst, aber altes Eufrig nach Fisch. Boah, Digga, Alter. Ey, ihr habt Themen, ne? Das ist der Wahnsinn. Boah. Wir müssen weißt du, und ja. am Anfang des Let's Plays haben wir noch über Thunfisch geredet. Ich wollte mir gleich noch so schön Dose Thunfisch geben, Alter. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ja. Ja. Nee. Ich finde aber, Thunfisch riecht eben nicht nach Fisch. Das ist so ein eigener Geruch. So Thunfisch halt, ne? Und nicht Fisch, sondern Thun. Und das so weh tat. Ja, was denn? Ist so. Riecht nach Sachen Thun, das ist aber geil. Was kannst du tun, Fisch? Ach, ey. Ihr seid behindert, wisst ihr das? Ja. Sagt der. Fällt dir jetzt erst auf, Digga. Weißt du, wie abfällig du redest, ey? Sagt der. Ja, echt so. Sagt der, Alter. Sagt gerade der, Alter. Nur weil wir mit dir zusammen aufnehmen, denkt er, wir mögen den oder was? Hätte ich halt da. Eigentlich nur aus Mitleid, aber okay. Hä? Was glaubt der, wer der ist, Alter? Ja, echt so ein kleiner verfickter Bastard. Ja, ich glaub, aus dem Bett. Red ins Wack auf. Oh, ich hab lange nicht mehr von dem Boy gehört. Lebt er noch? Schade. Aber kurz in den Spiegel gesagt, Wort hab. Ey, ich brauch Abos. Oh. Ja, Moneyboy, der hat letztens sowas gepostet irgendwie. Und eine Freundin von meiner Freundin, die followt den ja. Und all möglichen Scheiß, was der halt so macht.
Ich ja, der ist ja auch übelst geil, ne? Der ist lustig, was der da irgendwie wieder geschrieben hat. Also, ja, hier, ich war im Cornershop, ja, wollte mir so eine Flasche Malz, Juice, bla holen, ne? Und, boah, ich hasse das, wenn er halb Deutsch, halb Englisch ist. Ja, und dann kam die Vietnamesin an und die meinte, oh, Gangster gehen raus, bla, immer schlechte Kunde. Und dann musste ich die halt erschießen, weißt du, wie ich meine? Draußen waren dann schon die Bullen. Hammerhart, Alter. Ich hab eine Nate rausgeschmissen, 6 Bullen gekillt, ja, und dann musste ich halt dann bei mir chillen, hab mir noch eine Fleischpizza bestellt. Er ist so behindert. Also, aber weißt du, das Lustige ist, der verarscht ja dieses ganze Hip-Hop-Genre. Der verarscht das ja total. Ja, vor allem hat er mit seinem hier, ich dreh den Zweck auf, übelst abkassiert, ne? Ja, richtig Kohle mit dem Scheiß gemacht. Hast du das gesehen, wo er sein Bandana geklaut worden ist, wieder ausgeflippt ist? Nein. Habt ihr nicht? Mhm. Er ist so Live-Show und die Bandana geklaut. Seinen Hood-Report habe ich mir angeguckt, irgendwie, wie er dann so in sein Ghetto ist, ja, und man braucht immer sein Hawk hier, und dann hat er so erklärt, so, ein Hawk ist so ein Messer, das musst du immer dabei, immer leicht bewaffnet, so, und dann nimmt er sein Hawk raus, so ein Brotmesser. So ein Brotschmier, ey. Oh, geil, ey. Du musst schon flink sein mit den Hawk. So durch, der Junge. Also musst du sehen, der beim Live-Auftritt wird ihm sein Bandana geklaut und sagt Licht an, schreit durch die Gegend Musik aus, wehrt meine Band, fängt an fast zu weinen. Ja, ich schick mir das gleich mal, das Video. Er wird voll sauer, wehrt meine Bandana. Wehrt meine Bandana, Mann. Gib sie bitte zurück, Pia, Mann. Wie lange ist noch? Wir haben jetzt 1 Stunde, 1 Minute. Nein, ich meine, wie lange ist noch jetzt hier? 6 Minuten. Wenn wir Pause machen, also. 6, 61 Minuten Sex haben wir. Dann nutze ich für mich keinen 1000er Booster anzumachen. Doch. Nee, ich mach 200er, komm. Dreh den Zweck auf. Ja, nein, Entschuldigung, für 6 Minuten machst du noch einen Booster rein. Ach, ein 200er. 200 sagt er jetzt, gerade. Nach einem Monat sagt er, ich wünschte, ich hätte einen Booster. Kommt mir bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Mahlzeit. Sir Pirates Qualitätsoffensive 2014 ist gar nicht geklaut. Hab ich erfunden. Wer hat's erfunden? Ricola. Moneyboy. Moneyboy Speck. Swag. Suck my dick in the Ferrari. In the Ferrari. Was sag ich denn dazu? Oh Mann, ihr seid ein paar Trantüten, Alter. Ein paar Transen? Aber geil. Trantüten, Transen, du Transe. Mit dicken Tüten, hat er gesagt. Transen mit dicken Tüten, ihr seid ein paar Transen mit dicken Tüten, genau. Wollte ich schon immer sein, Mann. Hab ich mir gedacht, Digga. Hab ich mir gedacht. Dreh den Speck auf. Dreh den Speck raus. Ja, Silence LP gibt's auch noch, ne? Ja, keine Ahnung, ich hab grad nichts zu erzählen, das muss ja auch mal sein, ganz ehrlich. Ich warte so, dass eine andere sagt, nö, also es gibt nichts mehr zu hören, Stille. Ja, Schui, du laberst doch für 10, Alter. Erzähl mal was. Nee, schon... ist gleich Ende. Außerdem bin ich auch krank, ja, also darf man nicht vergessen. Geistig. Das bist du das ganze Jahr über, Alter. Ja, also. Dann darf ich das auch sagen, okay? Ich bin krank. Ich auch sagen, ich wär krank. Ich bin krank, Mama. Ach, komm schon, Wasabi, Alter. Du grünes Etwa. Wasabi. Was, Abi? Ach, hast du heute gesehen? Bram stand auf der R2 fest. Was, R2? Auf der A2. Ach so. Berlin stand der ich fest. Hab R da verstanden. Da war ein Stau, da ging nichts mehr. Der stand da einfach auf der Autobahn. Aber geil. Aber scheiße. Hat er erstmal ein Foto gemacht, ja? Nee, der hat da ein Video von gemacht, wie er ausgestiegen ist und hat dann da halt gefilmt. Meinst du, in die Richtung geht nichts. Er steckt da fest. Ja, mal geil. Läuft bei dem. Ohne Witz, ne, mein Tag wäre so im Läuft Arsch. Läuft bei dem, Digga. Ich hab voll keinen Bock mehr. Ich hab jeden Tag keinen Bock mehr. Ich weißt du? Das ist Spaß, aber das ist wahr. Drehst du einfach traurig. Den Zweck auf, Alter. Weißt du, ich den hab Zweck. Hier... Ich hab hier eine Tüte hingehangen, weißt du? Ich schau jeden Tag drauf, denk mir, doch nicht. Noch ein bisschen, halt ein bisschen aus. Vielleicht wird's besser. Es kann nur besser werden, weißt du? Aber wie bei Scrubs, dieser Anwalt.
Der Ted, der geht immer oben auf dem Dach und will runterspringen, weißt du so? Und denkt sich dann so, nee, vielleicht wird's ja besser. Nächste Mal vielleicht. Genau so ist er, so kannst du den Muster vorstellen. Ja, nur behaart. Obwohl der war auch schon gut behaart, ja. Ja, nur nicht auf dem Kopf. Okay, das wird den Türken meistens auch. Die haben ja auch kaum Haare auf dem Kopf. Dafür mehr auf dem Rücken. Digga, ich bin 19. Ja, aber danke. Bei dir kommt das noch. Ja, ich habe jetzt schon einen Ausfall des Grauens. Ja, das kommt vom Stress, Mann. Ja. Er fällt auf den Kopf aus und bleibt am Rücken kleben, oder was? Ja, ich werde öfter und muss noch öfter operiert werden als normale Menschen, Alter, mit 70, Mann. Ich werde nächsten Monat gleich 4-mal operiert. What the fuck? Ja, werde sterben. Hab AIDS. Deswegen wirst du operiert. AIDS kann man nicht rausnehmen, ist dir klar, ne? AIDS ist noch, weißt du? Ich hab so, wenn man Stress hat, da kommt man irgendwie solche schon raus wie Pickel, so große Dinger. Jo. Ich weiß nicht, wie die heißen. Und davon habe ich paar. Und die Pusteln. Stresspickel. Wie lange ist noch, Pierre? Eine Minute. Digga, wir die ganze Folgen versaut mal. Wie lange ist noch, Mama? Das ist doch nicht versauen. Das klar, ist einfach Digga. Das klingt, als ob du keinen Bock mehr hast. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich reg mein Digimon einfach nur gerade so übelst auf. Als ob das ein anderes Digimon sagen würde, jo, also ich kämpf gern. Ja, das ist einfach total scheiße gerade. Oh. Ich versteh schon, ich verlass dich auf mich, ich mach das. Digga, passt schon. 3,8 der Textspeed, aber ich mach das, kann nicht. Die sind alle Zeit sehr schlapp. Oh Mann, ey. Dreh den Swag auf. Boah, Alter, ich hab so ein Öhrwürmchen. Kockwurm, ne? Ein Kockwurm? Kockwurm. Ich hab so einen Kockwurm. Kockwurm in der Hose. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mama. Oh mein Gott. 50 Sekunden noch, Digga. 50 Sekunden, dann hast du dir wahrscheinlich. Wie er die versaut, die Aufnahme. Ja, ich bin Musa. So, Schnauze jetzt. Bitte Altimas, okay? Danke. So, ja, ich mach schon mal hier Verabschiedungsdingens da. Manchmal hat man halt keinen Bock mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge morgen, denke ich. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß. Danke an Musa und an Schui wieder, dass sie dabei waren. Schui könnt ihr abonnieren unten in der Beschreibung oder in der Kanalinfobox, Scheiße da, Abo-Box. Findet da Schui, GLP. Musa könnt ihr nicht abonnieren, der will auch, glaube ich, keiner abonnieren. Schreibt mal unten, ob wie viel mich abonnieren wollen. Ja? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Bis dann. Ciao. Bis dahin. Tschüss.